langsam vor wie ein absoluter Trottel. Das ist entwürdigend. Das ist geschmacklos. Das ist ein strikter Befehl von ganz, ganz oben. Hör auf, dich zu beklagen. Hier kommt sie auch schon, unsere allseits verehrte Präsidentin. Ich weiß, dass Sie alle hier nicht sehr gerne gekommen sind, aber das ist mein Geburtstag. Und diesen Geburtstag werden wir feiern. Also wünsche ich euch recht viel Vergnügen. Nun lächelt doch endlich und amüsiert euch, Freunde. Ich halte das nicht mehr aus. Ich fühle mich wie im Gefängnis. Ich hasse das alles. Was ist das nur für ein Leben? Nicht weinen, Astoria. Das ist meine Party und ich weine so viel ich will. Ziel erfasst. Dann los, greifen wir an. Was zum Teufel? Autobot Hauptquartier, hier ist Powerglide. Die Decepticons greifen das Hightech-Center an. Wahrscheinlich haben sie es auf geheime Pläne abgesehen. Vielleicht auch auf einen neuen Brennstoff, den die erfunden haben. Möglicherweise wollen sie auch alle Wissenschaftler entführen, oder... Oh, sie haben ein Mädchen in ihrer Gewalt. Na, wartet, ihr Gangster. Lasst mich los, ihr Mieses! Nehmt sofort die Hände weg! Halt dich da raus! Hallo, Fräulein, schnappt ihr das Seil! Powerglide! Die kommen nicht weit! Hi! Vielen Dank für meine Rettung! Vielen Dank, wer immer Sie auch sein mögen! Oh mein Gott, wir werden abstürzen! Nein, nicht! Ich glaube, das war der falsche Knopf. Da vorne sind sie. Was für ein schöner Luftkampf. Passt genau zu einer tollen Geburtstagsparty. Was machen Sie da? Hören Sie auf! Hören Sie, ich kann ganz gut alleine fliegen. Wo sind Sie? Und wer sind Sie? Der versucht, Sie zu retten. Also halten Sie still und lassen Sie mich machen. Er hat uns abgehängt. Wir müssen ihn suchen. Die haben wir schön reingelegt. Wow, das war aber knapp. Wer... Wer sind Sie? Mein Name ist Powerglide. Bitte, wie auch immer Sie heißen. Ich weiß jetzt, dass Sie der absolut Größte sind. Danke, jetzt hören Sie zu. Können wir beide noch mal zusammenfliegen? Hören Sie auf mit dem Blödsinn. Seien Sie still und passen Sie auf. Zuerst muss ich wissen, warum diese Gauner hinter Ihnen her waren. Wer sind Sie? Ich bin Astoria Carlton-Ritz, die Aufsichtsratsvorsitzende vom Hightech-Center. Sie sind im Hightech-Business? Ja, mein Vater ist gestorben und er hat mir die Firma vermacht. Wir müssen herausfinden, warum man Sie entführen wollte. Aber ich möchte noch mal fliegen. Sie werden fliegen. Verlassen Sie sich darauf. Bis zum heutigen Tag ist Astoria der Zutritt zu den geheimen Entwicklungslabors und dem Lager nicht erlaubt, obwohl sie die Firma leitet. Aber es muss eine Erklärung geben, warum diese Windbeutel sie entführen wollten. Vielleicht wollten sie sie nur als Geisel nehmen und sie dann gegen geheime Informationen austauschen. Ja, aber was für Informationen? Das würde ich gerne wissen, Optimus Prime. Sie hatten also eine kleine Auseinandersetzung mit den Decepticons, ha? Ja. Schade, dass ich nicht dabei war. Wenn Mädchen so hübsch sind wie Sie, rette ich sie mit Vergnügen. Was wissen Sie über Powerglide? Ach, der ist in Ordnung. Aber ein ganz schön harter Brocken. Ich finde ihn großartig. Ach so. Na und wie? Er ist groß, er sieht gut aus, er glänzt schön und er kann fliegen. Ja, aber es gibt auch Dinge, die er nicht kann. Was machen Sie da? Na, großartig. Hi! Was ist denn passiert? Weg hier! Weg von meinem Motor! Hey, was kann ich dafür, wenn Sie mit diesem Schrott nicht umgehen können? Kein Wunder, dass Ihre eigene Firma Sie nicht in die Nähe Ihrer Bestände lässt. Ja, ich glaube, ich verstehe nicht allzu viel von Technik. Das kann ich nur unterschreiben.
Kommen Sie, ich habe die ehrenvolle Aufgabe, Sie in unser Hauptquartier zu bringen. Ich habe Hunger. Ich muss sofort etwas zu essen bekommen. Warum muss das alles immer nur mir passieren? Ihr habt das Mädchen also nicht erwischt. Wir konnten doch nicht wissen, dass Powerglide plötzlich auftaucht. Ihr haltet euch für die schnellsten Flugkörper in der gesamten Galaxie. Und dann lasst ihr euch von einem windigen Autobot-Flugzeug abhängen. Bitte lass uns noch mal versuchen, sie zu finden. Ihr werdet nicht versuchen, sie zu finden. Ihr werdet sie finden. Oder ich lasse euch zu Eisenbahnschienen verarbeiten. Astoria, wir müssen jetzt aber wirklich... Nein, warte, das will ich auch noch fahren. Hey, das gefällt mir viel besser, als jeden Tag diese blöde Firma zu leiten. Astoria, wir müssen von hier verschwinden. Das ist gefährlich. Von was redest du überhaupt? Was soll uns hier auf einem Kinderkarussell schon zustoßen? Okay, das war nett. Und was machen wir als nächstes? Wir machen überhaupt nichts als nächstes. Ich will dich jetzt in Sicherheit bringen. Lass das! Lass mich los! Fass nie wieder mein Halsband an! Hey... Was habe ich denn getan? Powerglide. Mein Vater hat es mir vor seinem Tode geschenkt. Und ich musste ihm versprechen, es niemals abzunehmen. Verzeihen Sie bitte, das wusste ich nicht. Schon gut, du konntest es nicht wissen. Ja, aber jetzt müssen wir trotzdem gehen. Oh. Wir wollen dieses Mädchen! Du wirst dieses Mädchen herausgeben! Wenn nicht, dann... The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Astoria. Ja? Es wird ernst. Laufen Sie! Auch zu dritt könnt ihr einen wie mich nicht besiegen. Steigen Sie ein. Los, hinterher! Haben wir sie abgehängt? Nein! Pass auf! Oh! Oh! Sie greifen schon wieder an! Ich muss Deckung suchen. Powerglide an Hauptquartier. Ich muss notlanden. Eine Tragfläche ist beschädigt. Schickt Hilfe! Ich übermittle euch sofort meine Koordinaten. Wow! Wo sind wir denn hier? Sieht aus wie eine Wüste. Ja, ein Blumenbeet ist es nicht gerade. Hey, du bist ja verletzt. Ist nicht so schlimm. Nicht schlimm? Es ist eine tiefe Wunde. Es könnte Sand reinkommen oder sowas. Nein, hören Sie doch endlich auf, mich zu bemuttern. Sie gehen mir langsam auf die Nerven. Warum musst du unbedingt die ganze Zeit den starken Mann markieren? Lass dir doch helfen. Manchmal bist du wirklich wie ein großes Baby. Ich mach mir Sorgen um dich. Du hast mir das Leben gerettet. Aber solche Gefühle sind dir wahrscheinlich unbekannt. Natürlich, du bist ein Roboter. Auf Gefühle bist du nicht programmiert. Nun ja, wenn ich ganz ehrlich bin, irgendwie kann ich schon fühlen, dass sie mich... Oh, Decepticons! Autobot, du stehst vor deinem Henker. Nein!
Holt sie euch! Ich kümmere mich um Powerglide! Uns mitfahren. Na komm schon. Astoria, ich muss sie retten. Natürlich, natürlich. Aber erst müssen wir dich ein bisschen zusammenflicken. Beeil dich zum Donnerwetter. Ich mach ja schon so schnell ich kann. Ich kann hier nicht einfach so herumliegen, solange sich dieses Mädchen noch in den Händen von Megatrons Schlägern befindet. Das hier ist gar nicht so einfach. Ich bin schon wieder wie neu. Komm sofort zurück, ich bin noch nicht fertig. Mein Flügel ist in Ordnung. Kann ich also fliegen? Ja schon, aber... Was willst du dann noch? Irgendwas Neues von den Decepticons? Kein Ton. Sie haben sie, Prime. Warum stellen Sie keine Forderungen? Vielleicht wollen Sie gar kein Lösegeld. Vielleicht hat sie etwas, was Sie haben wollen. Was zum Beispiel? Das weiß ich auch nicht. Wir tappen noch völlig im Dunkeln in Bezug auf Megatrons Pläne. Korrektur. Sky Spy hat ungewöhnliche atmosphärische Turbulenzen über dem Nordatlantik ausgemacht. Die Quelle liegt 14 Kilometer über dem Meeresspiegel. Das klingt so, als ob sich die Decepticons einen neuen Stützpunkt eingerichtet hätten. Da haben sie Astoria hingebracht und genau da gehe ich jetzt auch hin. Ich habe diesen verzogenen Fratz einmal enttäuscht, aber diesmal gebe ich nicht auf, bis ich sie finde. Energietransduktor ist jetzt voll einsatzfähig, Megatron. Ausgezeichnet. Sobald ich herausgefunden habe, was dieses Mädchen wirklich weiß, können wir das Magnetfeld dieser Erde zu reiner Energie machen. Habt ihr keine Hamburger in diesem Laden? Ruhe. Ihr seid ja großartige Gastgeber. Sag mir, was du weißt, und wir lassen dich frei. Ich weiß gar nicht, wovon du überhaupt sprichst. Bevor dein Vater starb, hat er dir etwas hinterlassen. Eine sehr wichtige Formel. Du musst es ja wissen. Das tue ich. Ich will sie haben, und zwar jetzt. Du musst ja nicht gleich grob werden. Sag mir alles, was du weißt. Alles, was ich weiß, ist, dass du ein mieser, rostiger Alter... Halt den Mund! Wenn du die Formel nicht freiwillig herausrückst, kenne ich auch noch andere Mittel und Wege. Der Psychodetektor ist in der Lage, einem menschlichen Gehirn jede nur gewünschte Information zu entlocken. Ich gebe dir eine letzte Chance. Sag mir freiwillig, was du weißt. Denn der Psychodetektor ist kein sehr erfreuliches Erlebnis. Lies dich doch selber kurz. Ganz wie du willst. Aktiviert sofort den Psychodetektor. The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Na, was ist? Das Gedächtnis der Versuchsperson ist absolut leer. Das ist unmöglich. Ihr Computer dreht durch. Ich suche nach dem Fehler. Ich habe vergessen, euch etwas zu sagen. Ich komme mit Maschinen nicht sehr gut zurecht. Besonders nicht mit solchen Rostlauben, wie ihr es seid. Was zum Teufel ist das?
Fehler geortet. Wurde auch Zeit. Volle Energie. Na, was hab ich gesagt? Das kann ich einfach nicht glauben. Diesmal ein mechanischer Fehler. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchstehe. Aber ich muss da durch. Für Astoria! Die rutschen immer wieder raus. Dann haltet sie mit den Händen fest, wenn es nötig ist. Ich muss und will diese Formel haben. Jetzt geht's. Der Psychodetektor wird jetzt gleich 90.000 Volt quer durch dein Gehirn schicken. Ein ganz außergewöhnliches Erlebnis. Wirst du mir jetzt sagen, was du weißt? Diese endlose Warterei ist außergewöhnlich. Mir zittern die Knie nicht vor Angst, sondern vor Hunger. Das Einzige, was mich interessiert, ist, wann ihr mir endlich was zu essen gibt. Eure dämlichen Apparate funktionieren ja nicht mal. Volle Spannung! Megatron, ein Autobot nähert sich dem Stützpunkt. Powerglide. Kommt. Um dich kümmern wir uns später. Durch unseren Energiesturm kommt ihr niemals durch. Ach ja, glaubst du. Dieses Ding schickt andauernd die Strahlen aus. Ein bisschen Metall könnte es vielleicht kurzschließen. Nichts da. Na gut. Verzeih mir, Vater, aber ich muss die Formel opfern, um Powerglide zu retten. Warum nicht gleich? Jetzt bin ich dran. Wir fliegen gleich in die Luft. Zurück zum Hauptquartier. Astoria, warum hast du die Antenne kurz geschlossen? Das habe ich nur gemacht, um dich zu retten, du Trottel. Aber schrei mich nur an. Das macht mir nichts, solange dir nichts passiert ist. Ach, was redest du denn da? Das ist doch... Ah! Astoria! Du verzogene Göre, um ein Haar wäre dir etwas passiert. Hier, spring ab. Und was geschieht mit dir? Ich hab da eine Idee. Dann bleib ich bei dir, was immer auch passiert. Du machst mich wahnsinnig. Mach die Klappe da auf. Geschafft. Jetzt sollte ich diese fliegende Schrottlaube wieder steuern können. Ich hab das doch tadellos repariert. Was funktioniert da jetzt nicht? Du bist schuld daran. Raus mit dir, du störst die Steuerung. Oh nein, ich bleibe bei dir. Aha, schon besser. Jetzt muss ich nur noch den neuen Kurs eingeben. Ich sollte dir eine runterhauen. Wir stürzen doch noch immer weiter. Du merkst aber auch alles. Steig ein. Wenigstens haben wir es geschafft, in einem Stück davonzukommen. Ja, und was das Mädchen und die brennende Weltraumplattform betrifft, das ist Powerglides Problem. Korrektur, es ist unser Problem. Aktiviert die Energieschirme! Was für Energieschirme?
Achtung, Decepticons! Hier spricht Megatron! Ich habe Befehle für euch! Räumt diesen Schweinestall auf! Was wollten die Decepticons eigentlich wirklich von dir, Astoria? Es ging um das Halsband, das mein Vater mir geschenkt hat. Warum? Ich verstehe nicht. Was meinst du? Ach, weißt du, ich muss jetzt gehen, glaube ich. Wenn ich das nächste Mal in der Stadt bin, würde es dich sehr stören, wenn ich mich mal sehen lasse? Ob es mich stören würde? Wundervoll wäre das. Und du bist auch wundervoll. Ach so? Na ja, ganz so übel bist du auch nicht, Mädchen. Meinst du das wirklich? Aber ja, ja doch. Wer hätte das jemals gedacht? Amors Pfeil steckt tief im eisernen Powerglide. Wie ihr wollt. Wem von euch soll ich zuerst seine Stromkreise aus dem Leibe hauen, hm? Transformers will return after these messages.